Hallo und herzlich willkommen zu Talking About Bricks. Heute mit einem Creator Set, die Nummer 10268. Jetzt gerade in diesem Monat, ja, nicht ganz korrekt. Wir haben schon November, am 23. Oktober bei Lego offiziell erschienen. Es ist ein Remake. Ein Remake zu einem 10 Jahre alten Set, was es allerdings nie im öffentlichen Handel zum Kaufen gab. Dazu später mehr. Erst noch zu diesem Set selber. Es hat 826 Teile und kostet, haltet euch fest, 180 Euro. Das ist eine Menge Geld für relativ wenig Teile. Gebe ich euch vollkommen recht, wer sich da aufregt, hat recht. Trotzdem. Ich war so happy, als dieses Set angekündigt worden ist, dass ich es gar nicht abwarten konnte, es zu kaufen. Warum? Als ich angefangen habe, Lego zu sammeln, das ist jetzt 10, 11 Jahre her, habe ich dieses Set ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also jetzt nicht dieses, das gab es ja damals noch nicht, aber die alte Version, die 4999. Das habe ich dann irgendwann Jahre später mal durch Zufall im Internet gesehen und habe mir gedacht, boah, ist das ein geiles Ding. Das war allerdings exklusiv für Vestas Mitarbeiter. Vestas, das ist so ein Hersteller-Dings von diesen Windrädern. Keine Ahnung, wo die auf der Welt überall tätig sind. Das habe ich jetzt nicht recherchiert, weil ich das eigentlich für ziemlich nebensächlich halte, was dieses Set angeht. Unterschiede zu diesem her. Es hat 11 Teile weniger, also 815. Wollen wir mal den Teiletrenner außen vor lassen, dann sind es noch 10 Teile. Preis, wie gesagt, war für Vestas Mitarbeiter, kann man keinen offiziell nennen. Unterschiede. Ganz wenige. Erstens, bei diesem neuen Set sind alle Teile bedruckt. Es gibt keine Aufkleber. Bei dem alten damals war bei den Minifiguren zum Beispiel das V für Vestas ein Aufkleber. Bei diesem hier ist es bedruckt. Auch auf dem Auto, auf dem Van, der Vestas Schriftzug, bei dem alten ein Aufkleber, hier aufgedruckt. Ansonsten sind ein paar Teile in anderen Farben. Der Van hat unten zum Beispiel so einen blauen Streifen drauf. Das waren flache blaue Teile verbaut. Bei diesem hier sind sie weiß. Und oben bei die Seitenteile von dem Motorgehäuse, von dem Windrad, sind noch ein paar Teile in anderen Farben. Und bei die Unterkonstruktion, die man so jetzt nicht sieht, was innen drin ist, waren auch ein paar andere Farben. Also komplett nebensächlich. Dann gibt es ein paar Aktualisierungen, was uns als neu verkauft wird. Und zwar ist es bei diesem Set in dem Turm, der aufgeht, zum Windrad sind zwei Power Functions Kabel drin mit 50 cm Länge. Die werden uns als Neuheit ab jetzt zum Miterscheinen dieses Set verkauft. Das ist auch eigentlich richtig, weil sie anders sind wie die alten. Es hat damals bei diesem Set auch diese 50 cm langen Kabel gegeben. Waren exklusiv auch für dieses Set, hat es in keinem anderen gegeben. Einziger Unterschied, was ich jetzt feststellen konnte, bei dem alten sind die beiden Endstecker in der gleichen Farbe. Bei diesem hier ist der eine hellgrau, der andere dunkelgrau. Juhu, gewaltiger Unterschied. Aber, nun gut, ist ja komplett egal. Laut Brickset sind, wenn man sich die Teileliste anschaut, werden viele Teile als 2018 erstmals erschienen, in diesem Set uns angezeigt. Das ist zum einen die Pflanzen. Die sind jetzt ja aus diesen Plants from Plants, was Lego uns da neu angekündigt hat, also aus pflanzlichen Sachen hergestellt. Die sind also vom Material her neu. Optisch die alten im Endeffekt nicht zu unterscheiden. Und ansonsten haben sie ein paar Sachen, die Teile mit neuen Teilenummern versehen. Und zwar sind das diese grünen
Steinwände, die bei dem grünen Sockel unten da verbaut sind. Das sind 4 Stück. Die hat es damals auch schon gegeben. Die haben jetzt halt eine andere Teilenummer. Deswegen scheint es auf den ersten Blick als neu. Aber wenn man aber zum Beispiel bei Brickset auf Identical Parts geht, dann werden einmal die alten angezeigt. Also die sind komplett identisch. Das gleiche ist mit die, das sind 1x10 Steine verbaut. Die zeigt er auch an, neu 2018, nur in diesem Set verbaut. Hat es damals auch schon gegeben. Gleiche Farbe, gleiches Ding, nur andere Teilenummer. Also lasst euch da nicht in die Irre führen. Zum Beispiel, was auch dabei ist, ist der Fensterrahmen unten mit dieser dreigeteilte. Der wird auch als neu angezeigt. Da zeigt er den alten allerdings nicht bei Identical Parts an. Allerdings kann ich da keinen Unterschied feststellen. Ich weiß nicht, wo da der Unterschied sein soll. Weiß ist weiß, ob da vielleicht eine ganz kleine Farbnuance-Unterschied ist oder was, ich kann es nicht sagen. Wird wahrscheinlich eher nebensächlich sein. Aber egal. Wie gesagt, für dieses Set keine Aufkleber. Dadurch natürlich diese Minifiguren-Oberkörper von die zwei Festers-Mitarbeiter exklusiv für dieses Set. Gibt es keinem anderen. Wird es auch, wenn es sich noch irgendwelche anderen Festers Promotional Sets gibt in Zukunft, die einzigsten bleiben. Das heißt, das sind wahrscheinlich die Teile, die nachher bei Bricklink oder sonst wie gewaltig teuer sein werden, weil sie nur in diesem Set gibt. Genauso ist das oben auf dem Windrad. Ich schränke mit der Kamera hoch. Zoomen wir mal ein bisschen ran. Ihr seht jetzt da meine Lampe. Ich bitte das zu entschuldigen, aber das Set ist 1 Meter hoch. Ich kann das leider nicht verhindern. Da haben wir dieses Panel, 2 Stück. Das ist auch bedruckt. Wird es auch nur in diesem Set geben. Wird also auch schweineteuer werden, wenn jemand sich das Set aus Einzelteilen zusammenkaufen will. Bei dem alten damals war ein stinknormales Weißes drauf mit einem Aufkleber. Gut, wer das alte nachbauen will, dürfte da nicht das Problem sein. Originale Aufkleber dürften halt schwierig werden. Da wird es wahrscheinlich nur Nachdruck gegeben. Das muss jeder dann für sich selber entscheiden, ob er damit leben kann oder nicht. So. Was mir persönlich in diesem Set besonders gut gefällt, ist eigentlich dieser eher nach altbewährtem Muster gebautes Haus, wie es Lego vor 20, 30 Jahren schon gehabt hat. Ohne viel Schnörkel, geradlinig einfach gebaut. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Ist ein bisschen retro. Auch der Van, das Auto, ist relativ schlicht und einfach konstruiert. Das finde ich jetzt auch nicht weiter schlimm. Es muss nicht immer, weiß Gott, wie aufwendig und verschnörkelt sein. Da haben wir allerdings hinten im Laderaum noch was drin, was ich euch noch zeigen möchte. So, dann machen wir mal auf. Da kann man dann die Karre abmachen. Schweißgerät drauf. Werkzeug. Das ist komplett identisch mit dem alten Set. Habe jetzt nicht genau geschaut, ob da hier und da vielleicht der Teil in einer anderen Farbe ist, aber von der Konstruktion her ist es komplett gleich. Wie gesagt, da im Auto ist nicht weiß Gott was drin. Auch keine Nummernschild, Aufkleber oder sonst was. Der alte hat hinten noch ein festes Aufkleber auf der linken Tür gehabt. Das haben sie jetzt hier weggelassen. Finde ich jetzt auch nicht weiter schlimm. Noch einmal zu den Minifiguren zu kommen. Bei den Minifiguren ist, wie gesagt, die Oberteile sind bedruckt, die sind selten. Neu, da habe ich keinen Dings gefunden, wo das schon einmal war, ist der Helm. Der ist in dieser dunkelblauen Farbe neu. Den hat es vorher noch nicht gegeben. Aber dieser wird wahrscheinlich, denke ich doch, in anderen Sets in Zukunft enthalten sein. Also das wird nicht der Oberburner werden,
dass der Ra ist. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Die Frau hat es auch schon zuhauf gegeben in dieser Art, also vielleicht nicht in dieser Zusammenstellung mit diesen hellblauen Hosen und diesem Gesicht und diesen Haaren, aber die Einzelteile sind in vielen Sets enthalten, ist also nichts Seltenes. Genauso der Hund, den kennen wir auch schon aus weiß ich nicht wie vielen Sets. So, dann werden wir uns jetzt einmal das Haus von innen anschauen. Ich hoffe, man kann das jetzt recht gut ein bisschen sehen. Es ist ein bisschen schwierig, da mit der Kamera vernünftig hinzufahren. Ihr seht, wir haben da eine Liege. Und jetzt werden wir das mal auf die andere Seite dran. Und in dem größeren Teil ist mehr oder weniger eine Küche eingerichtet mit einem Waschbecken am Herd. Und ich denke, dass das da einen Kühlschrank darstellen soll. Ist nicht besonders üppig. Von hinten, wie gesagt, offen. Aber das ist ja bei City oder Creator normal. So, jetzt schauen wir uns einmal den hinteren Teil vom Windrad genauer an. Das hier mit der Tür, man kann die zwar aufmachen, allerdings werden wir dahinter nicht viel sehen. Das war bei dem alten auch alles komplett gleich. Nur, dass dieses Teil hier oben, das ist so, 1x4 mit diese vier Befestigungspunkte, die waren bei dem alten nicht weiß, sondern grau. Was ein größerer Unterschied ist zum alten Set, ist da unten diese Aufnahme, wo der Turm draufgesteckt wird. Der ist komplett anders konstruiert als wie beim alten. Bei dem alten haben sie da diese 2x2 Platten mit dem Pin oben drauf einfach auf dem Boden gehabt, wo man dann den Turm nachher reinsteckt. Und hier ist, ihr könnt euch das in meinem Speedbuild-Video auf meinem anderen Kanal im Detail besser anschauen, ist unten so eine Platte aus mehreren Steinen zusammengebaut, die dann da drauf gedrückt wird. Und da kommt auch dann der Teileunterschied her. Weil bei dem anderen waren es im Endeffekt gleich vier Teile und hier sind es dann doch ein paar mehr. Da kommt dieser 10-Teile-Unterschied her. Batteriekasten und so weiter ist alles identisch. Wenn wir den einmal dran ziehen, schalten wir das Ganze ein. Dann sehen wir auch vorne schon das Licht brennen. Das wird uns übrigens auch als neu verkauft, also die haben diesen Lampenkabel anscheinend ein bisschen aktualisiert. Der war bei dem alten Set auch dabei. Ich kann jetzt nicht sagen, weil ich das alte Set nun mal nicht habe, ob da große Unterschiede sind, vielleicht von der Lichtfarbe her oder sonst was, werden uns auf jeden Fall auch für dieses Set als neu verkauft. Ihr hört den Lärm, den das Windrad macht. Es dreht sich sehr schön. Der Turm wankt ein bisschen nach links und rechts. Man sieht das, glaube ich. Aber das ist, glaube ich, nicht weiter tragisch. So, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Wenn euch noch was einfällt, schreibt es in die Kommentare drunter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Abonniert es mir. Das wäre echt super. Ansonsten bis zum nächsten Mal.